1933 am 31. Januar, 4 Uhr früh, wurde mein Vater Funktionär der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands aus dem Bett heraus verhaftet. Ich wachte auf, der Himmel vor dem Fenster schwarz, Lärm von Stimmen und Schritten. Nebenan wurden Bücher auf den Boden geworfen. Ich hörte die Stimme meines Vaters heller als die fremden Stimmen. Ich stieg aus dem Bett und ging zur Tür. Durch den Türspalt sah ich, wie ein Mann meinem Vater ins Gesicht schlug. Frierend, die Decke bis zum Kinn hochgezogen, lag ich im Bett, als die Tür zu meinem Zimmer aufging. In der Tür stand mein Vater, hinter ihm die Fremden, groß in braunen Uniformen. Sie waren zu dritt. Einer hielt mit der Hand die Tür auf. Mein Vater hatte das Licht im Rücken, ich konnte sein Gesicht nicht sehen. Ich hörte ihn leise meinen Namen rufen. Ich antwortete nicht und lag ganz still. Dann sagte mein Vater, er schläft. Die Tür wurde geschlossen. Ich hörte, wie sie ihn wegführten, dann den kurzen Schritt meiner Mutter, die allein zurückkam. Ich bin ein Ausländer. Ausländer? Ja, ich bin ein Ausländer. Was ist Ausländer? Ich bin ja Deutscher. Mein Arschloch! Wir waschen Deutsch! Das Prinzip Auschwitz ist das Prinzip Selektion. Ich erinnere mich, ich habe, bevor ich eingezogen wurde, also Soldat wurde 1944, Ende 44, habe ich gerade Raskolnikow gelesen, Dostojewski. Und eigentlich ist das die erste Ahnung von Auschwitz. Die kommt von Dostojewski. Nicht nur im Raskolnikow. Also Raskolnikow, der entdeckt, er ist ein höherer Mensch. Er ist Elite, er hat kein Geld und er ist wie Napoleon, er ist ein Genie. Und da ist diese alte Frau, davon lebt, dass sie andere betrügt, die Wucherin. Es ist lebensunwertes Leben, das ist auch ein Nazi-Wort. Und damit er, das Genie, das tun kann, was er kann und was in ihm verborgen ist, hat er das Recht, diese alte Frau zu töten und ihr das Geld zu nehmen, um seine Sache zu machen. Das ist Hitler, das ist Auschwitz. Und das heißt, dass die Idee Auschwitz ist in der Tradition des europäischen Denkens, der europäischen Zivilisation. Das ist ein Resultat und nicht einfach eine fürchterliche Ausnahme. Das ganze System, die ganze Ideologie war gebaut auf Totenkult. Und das Gespenstische, das hat die Bevölkerung, besonders die Jugend, emotionalisiert. Ich erinnere mich genau, ich war in der Hitlerjugend auch, das war unvermeidlich, weil ich auf einer Oberschule war. Und bei dem Lied, das war das Hauptlied der Hitlerjugend, der Text war von Baldo von Schirach, also der war Reichsjugendführer. Und der Refrain war: Moment, ja. Der wesentliche Satz im Refrain war jedenfalls: Die Fahne ist mehr als der Tod. Wird das Leben gewonnen sein, der täglich setzt sein Leben ein. Dieser Todestrieb gehört zur deutschen Geschichte, glaube ich.
Ich glaube schon, dass das was spezifisch Deutsches ist. Weil die Deutschen nie eine, also historisch nie eine Identität gehabt haben. Und wer keine Identität hat, hat es schwer, sich in einen Lebenszusammenhang einzuordnen. Und der Tod ist der Ausstieg dann. Das ist auch die Faszination von Wagner, auch von Tristan. Der Ausstieg in den Tod.